und herzlich willkommen zurück hier bei Assassin's Creed Valhalla. Hast jemand diesen Mann gesehen, Petra? Das du weiß Hirsch? Okay. Ah, der Hirsch. Er wird wissen, wo sie steckt. Es tut mir leid, dich zu stören, Herr. Ava, schön, dich zu sehen. Bist du der weiße Hirsch, von dem Petra erzählt hat? Ha, natürlich bin ich das. Sieh mich an. Vielleicht kannst du mir helfen. Petra ist verschwunden. Ich muss sie wiederfinden, bevor die Sonne untergeht. Oh nein, Petra ist nicht verschwunden. Sie ist nah, sogar sehr nah. Und sie wartet auf dich. Folge mir. Du bist der Hüter dieses Ortes. Die Stimme ist sehr komisch. Hier draußen in den Hügeln und Tälern von Mercia. Oh, man schlägt sich so durch. Ich esse, schlafe, tolle umher. Mir fehlt es an nichts und ich genieße jeden Moment. Ein gutes Leben. Und was haben Petra und du hier draußen in den Tiefen des Waldes verloren? Seid ihr auf der Jagd? Könnte man sagen, ja. Wir suchen nach ihrem Bruder, Welch. Sie hat den ganzen Tag auf ihn gewartet. Du, meine Güte, ja. Wo könnte Welch nur sein? Oh, wo nur? Ja, wo? Ha! Ist Petra nah? Haben wir sie verloren? Vor einem Moment war sie noch hier. Was geht hier vor? Ich kann nicht bleiben. Nicht hier, nicht jetzt. Jötner? Hier in Midgard? Kehre zurück nach Jötunheim! Geh jetzt! Oder finde hier den Tod! Du hörst ohne, Schäfchen! Was hast du Petra angetan? Was hast du Petra angetan? Sag es mir! Eivor, halt ein! Ich bin hier! Ich bringe sie zum Reden, Petra! Ich muss die Wahrheit erfahren! Ich muss wissen, wo du bist! Eivor, ich bin doch hier! Du musst nicht mit dem Kadaver sprechen! Was für Kadaver? Ja. Verzeih. Jetzt komm! Ich glaube, ich weiß, wo wir Berg finden werden. Dort oben! Seine Spuren führen dort entlang. Petra, ich traf deinen alten Freund, den weißen Hirsch. Doch er verschwand vor meinen Augen, noch bevor ich dich fand. Du bist besucht worden. Für kurze Zeit. Wir sprachen, bis er sich in Luft auflöste. Wirklich schade. Ich habe seine Anwesenheit genossen. Oh, sieh dort! Welch seltsamer Zelda, Petra! Wo bist du? What the heck ist hier los? Eivor, komm! Ich bin hier oben! Petra! Wie machst du das nur? Das ist ganz einfach. Ich denke daran und dann passiert es einfach. Versuch es selbst! Schon wieder? Wie geht das? Komm einfach zu mir. Ich zeige es dir. Wie soll das gehen, Petra? Versuch es einfach. Lauf auf einer geraden Linie. Nein, 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 zu weit! Zu weit! Unglaublich! Du hast es geschafft, genau wie dein Zünen. Und du hast keinen Kratzer. Lass uns gehen. Welch sollte dort drüben sein. Bist du sicher, dass Welch hier ist? Ich sehe niemanden. Ich denke schon. Wir sollten die Kaninchen fragen. Die wissen bestimmt etwas. Natürlich. Die Kaninchen. Hier waren wir schon einmal. Die sind doch voll hier auf Drogen, oder? Hier greifen uns die Wölfe an. Genau. Hoffentlich sind ihre Geister nicht rastlos und erwachen, um uns zu zerfleischen. Oh nein! Die Wolfgeister sind erwacht! Guten Tag, Herr Archon. Ich will nicht lange stören, aber hast du meinen Bruder Welch gesehen? Verflucht! Der spricht kein Kaninisch. Petra, rasch! Sag mir, kleines Kaninchen, hast du einen Mann namens Welch gesehen? Ich verstehe. Vielen Dank für deine Hilfe. Eivor, sieh nur! Der Hirsch ist zurückgekehrt. Da, siehst du ihn? Der weiße Hirsch. Er führt uns zu Welch. Komm jetzt, Eivor, dem Hirsch hinterher.
Also, erst in Asgard und jetzt hier das komplette Abgedrehte. Mein Gott. Nein, bitte nicht! Verschwinde nicht! Noch nicht! Erst müssen wir Werk finden! Nein! Nein! Geh nicht! Warte, wir sind zu Hause. Wir sind im Kreis gelaufen und haben nichts erreicht. Also wonach suchen wir? Werch? Du stinkendes Wiesel! Wir haben nach dir gesucht! Und hier bin ich, ausgeruht und bereit zur Arbeit. Du warst tagelang weg. Ich habe mir zu viel aufgeladen und kam nur langsam voran. Also habe ich eine Rast eingelegt und mir eine leckere Pilzsuppe gekocht. Doch es waren wohl ein paar seltsame Pilze dabei. Ich habe mir die Kleider vom Leib gerissen und bin nackt und geschunden im Wald aufgewacht. Also schlich ich mich in die Siedlung, nackt wie Gott mich schuf, und besorgte mir etwas Kleidung. Und jetzt hole ich mein Werkzeug. Pilze. Dann war der Hirsch auch nur ein Traum. Möglich. Doch spotte nicht über deine Träume. Sie sind oft kostbarer als deine Wachenstunden. Vielleicht vernebeln mir diese Pilze noch den Kopf, aber das ist echt schön. Voll auf Droge. Das hat Spaß gemacht. Das sollten wir wiederholen. Aber vielleicht ohne die Pilze. Gern. Aber wir sollten die Kaninchen um Erlaubnis fragen. Jetzt geht das aber hier gerade auf Schlag, ne? 2, 3, 4, 5. Eigentlich egal wie rum. Und von dem können wir dann auch da schon schneller runter, ja. So, jetzt auf zur Wand wie. Was? Finnland 160, okay. Ja, das lassen wir dann mal außen vor, ne? Ich habe etwas Neues für dich. Das wäre auch nicht schlecht gewesen, aber ich hab den. Schon durch? Vogelhaus. Mein weißen Senu, bitte. Das war's also für heute? Auch wenn wir da am Klaren sind. Wir sind. Alles Gute! Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Hast du mit Heitam über Vinland gesprochen? Das habe ich. Gut, ich habe es auf der Karte eingetragen, wobei der genaue Ort etwas geraten ist. Sag mir, wenn du bereit bist, aufzubrechen. Ja, eher nicht. Grobes Passier. 250. Was? 190. Ja, Silber, aber wir brauchen eh erstmal hier sowas.
Was ist mit Oxenafort hier? Sigurd sagte mir, er hätte dort zu tun. Ja, tatsächlich ist Sigurd gerade dort. Du sollst ihn dort treffen, sobald du kannst. Er hat sich mit dem aufrührerischen Tarn Gedrick zusammengetan und hofft, ihn im Tausch für seinen Schwur als Aldermann einzusetzen. Es gibt eine Schenke im Herzen Buckingahams. Sigurd erwartet dich dort. Ich breche sofort auf. Wo liegt Buckingham? An der großen Use, welche Ochsenerfurt hier zeigt. Schon wieder 12 Pfote. Sigurd wird sich freuen, dich zu sehen. Wie schnell es geht. Was kann ich noch mit dir bereden? Ich sollte gehen. Geh nichts. So. Oh. Der ist ja auch... Ist der nicht dann genau da, wo wir hinwollen? Ups. Ja, guck, da ist doch der Typ, genau. Der ist so stark. Wir können jetzt mit dem Schiff hier lang. 220. So rum und dahin. Oder ich nehme das Pferd und wir reiten irgendwie hier rüber. Dann kann ich nächstes den holen und dahin. Teleportiere mich dahin. Hier hoch, hol mir den. Hol mir das. Und dann da runter. Klingt doch noch einen guten Plan. Das machen wir so. So, und jetzt ist gerade mein Headset ausgegangen. Jetzt geht's wieder. Direkt da hoch, ne? Unheilvoll. Ja, Rätsel oder so. Und synchronisieren. Jo, wie auf einmal der Regen anfängt. Das war ein bisschen zu weit.
ist mein Pferd. Let's go. Ja. Denke nicht, dass ich eine Chance habe gegen 360er Wölfe. Die sind mir dann etwas zu heftig. Welches Level haben wir? 120, ja, okay, die sind 40 über mir noch. Ich mache 28 Schaden, nein, niemals. Das würde viel zu lange dauern. Ich bring dich um. Überrumpelt den Hohlkopf. Dort ist unser Talent noch nicht. Direkt vor mir den Bogen rausholen? Bist du dumm? Was? Hätte einfach so einen Kupfernickelbarren bei sich oder was? Ich fass es nicht. Zack. So. Immerhin habe ich hier die Tiere markiert. Der von dem Orden kommt mir auch immer mehr in die Nähe. Ich darf mich nicht sehen. Diese Soldaten sind extrem angespannt. Aber ich tue ja nichts eigentlich, oder? Hey, was? So sei. Zu mir, Bruder. Ist der Wurm? Schieß. Hallo, kletter hoch. Hutton.
Hilf mir. Sei meine Augen. Klemmt. Ich muss auf die andere Seite. Uns nicht verlassen. Zur Hölle. Ups, das war der falsche.
Verteilt euch! Wir schaffen! Junge. Tja, und das nur wegen so ein paar Armschienen, ey. Okay. Aber ich kann sagen, damit verabschiede ich mich von dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wo müssen wir überhaupt jetzt hin? Ja, finde Sigurd und sprich mit ihm. Ja, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne eine Bewertung da lassen. Abonniert meinen Kanal, indem ihr mich supporten, also wenn ihr mich supporten wollt. Und aktiviert natürlich die Glocke, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Bis dann, haut rein.